in Lavendel. Außerdem gibt es da auch noch eine Frühstücksei-Produktion und wahnsinnig viele andere wunderschöne Pflanzen. Die Rede ist vom Traumgarten unseres Gartenexperten Markus Burkhardt. Der hat uns endlich mal zu sich nach Hause eingeladen und zeigt uns mal, was er dort geschaffen hat. Herzlich willkommen. Ein ganzes Lavendelfeld. Rosen en gros. Und mittendrin ein Stück Schweden. Dieses Idyll empfängt uns in Grünberg, rund um das Zuhause von Gartenprofi Markus Burkhardt. Grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Aber ich glaube, wegen mir seid ihr ja nicht da. Ihr wollt sicher einen Garten sehen. Brauchen wir eine kleine Runde, hätte ich gesagt. Dann zeige ich euch so ein bisschen die Bereiche, was ich habe. Da fängt es eh gleich an. Das ist meine berühmt-berüchtigte Lavendelböschung. Über 400 Lavendel, kombiniert mit Gräsern und Kugellauch. Dann habe ich da dahinter den Virginianischen Ehrenpreis. Den habe ich gesetzt, so eigentlich aus Sichtschutz zum Gemüsegarten. Ich wollte eigentlich so mehr so eine blühende Barriere, nicht unbedingt eine Hecken, das war mir zu starr. Da wurde es eigentlich lebendig bewegt und das taugt mir irrsinnig, weil da ist ein Geschwirr, ein Gebrumm den ganzen Tag, also das ist richtig lebendig. Und dann geht es eh schon weiter in den Bereich und wir gehen eigentlich immer nur so ums Haus auf dem Kies. Kies mag ich irrsinnig gern, deswegen habe ich sehr viel verwendet. Und man kann in den Kies eine auch Sachen setzen. Als Hommage an die Heimat seiner Frau hat Markus den 3000 Quadratmeter Garten im skandinavischen Stil gehalten. Mit großflächiger Bepflanzung, Ton in Ton. Das ist mein Teich jetzt. Was man an dem Teich so taugt, das ist kein Folienteich, das ist ein Naturteich. Das ist eine Quelle. Während dem Bauen haben wir die ausfindig gemacht. Markus sitzt also sozusagen an der Quelle in mehrfacher Beziehung. Man folge mir in die Frühstückseiproduktion. Sechs steirische Hennen leben hier in Oberösterreich in einem schwedisch angehauchten Hühnerhaus. Da will man nicht stören, weil da wird gerade gearbeitet. Ich glaube, sie ist beleidigt. Aber vorher war sie noch ziemlich produktiv. Da ist meine Frau übrigens. Hallo. Jetzt habt ihr meine Frau auch gesehen. Schwer zu toppen, aber Markus hat noch ein Highlight auf Lager. Die Lavendelbüschung. Dass die südliche Staude hier so gut wächst, hat einen Grund. Was er wirklich gern mag, man kann ihn mit Kies mulchen. Nicht nur, dass man ihn mulchen kann, man kann ihn sogar direkt in den Kies reinsetzen. Das muss man sich so vorstellen, ich bringe zuerst diesen Kies zum Beispiel auf, 10 cm stark, drunter ist die Erde. Und dann setze ich direkt den Topf so rein in diesen Kies, dass das unten wieder die Erden berührt. Und da fühlt er sich irrsinnig wohl. Und es beugt Staunässe vor. Für eine längere Blüte empfiehlt Markus einen zusätzlichen Sommerschnitt. Ich schneide eigentlich nur ganz sanft diese blühenden Stängel bis ins Laub rein und nicht tiefer einschneiden. Also das regt wieder diese Nachblüte an. Mit so viel Lavendel hat Markus sicher einen hervorragenden Schlaf. Auch die anderen Kräuter aus dem Garten nutzt er in großen Mengen. Bei der Hitze müssen wir aufpassen, dass wir nicht verdursten. Deswegen machen wir uns jetzt was Einfaches. Ein super Saft, was sich eigentlich jeder, der daheim ein paar Minzen stehen hat, machen kann. Dazu schneidet Markus Erdbeerminze, Schokominze und Zitronenmelisse. Die Blätter zerkleinern und mit 4 Liter Wasser ansetzen. Und für das besondere Geschmackserlebnis? Milo, jetzt habe ich einen Job für dich. Hol mir ein paar Rosenblüten. He? Weißt du, wie viel, gell? Die Rosenblüten, hier von der Apfelrose Foxy, verfeinern den Geschmack und bringen außerdem Farbe ins Spiel. Es ist ja. Erste Qualität hast du mir da gebracht, ha? Schau, das stopfen wir dann auch mit rein. Dazu noch 200 Gramm Zitronenstücke, das Ganze eine Nacht ziehen lassen, abseihen und am nächsten Tag mit 4 Kilo Zucker haltbar machen. Fertig ist der Minze-Rosensirup. Zusammen mit Mineralwasser eine großartige Sommererfrischung. Ich finde, das ist halt dann das Nette, wenn man im eigenen Garten auch was machen kann, was gut schmeckt, was einfach zu machen ist, wo die Kinder auch Freude haben. Na dann, Prost und weiter viel Spaß in den Ferien.
wirklich einen netten Garten. Da sollten wir uns einfach mal selber mal einladen. Ne? Ja, da könnten wir. Da klingeln wir immer mal ganz spontan, ja, genau, und sagen, hallo, da sind also wir. Wir nehmen unsere Zelte mit, dafür hat er auch genug Platz, so wie das ausschaut. Dann holen wir den Grill raus. Ne? Ja, genau. Für mich ist eher so die italienische Antwort auf Sherlock Holmes. Der Mann hat manchmal richtig cholerische Anfälle, mhm, und ist sehr, sehr eigenwillig. Das ist ja